Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Heute mit einer gründlichen Vorstellung der brandneuen Evanix Max R2 hier in der Kunststoffschaftausführung und 7,5 Joule, legal, halbautomatisch, 7 Schuss im Magazin, wechselbare Magazine. Let me show you its features. And dear English speaking audience, this is a video about the crippled, quote unquote, Germany legal version. Now Matt, the owner of GoGun USA, gogun.co, has uploaded a much better and much funnier video. He even dresses up for you about the full power version, and I've linked it below, and I think that one for you would be much more interesting than this one, which is pretty lame because it talks about the crippled 7.5 Joule version, while the full version has like 100 Joule. Was macht jetzt die Max Air so besonders? Naja, sie ist das erste Big Bore Luftgewehr, also größer als hier die üblichen Kaliber 4,5, 5,5 und vielleicht 6,35, weil das ist 7,62er Kaliber, also das 30er Kaliber. Und es ist die erste Waffe, die wir anbieten, die tatsächlich auch in 7,62er Kaliber in F, also 7,5 Joule, Semi-Auto hat. Das bedeutet, Semi-Auto ist nicht nur in der offenen Version, sondern auch in der 7,5 Joule Version. Das erste Semi-Auto Big Bore Luftgewehr mit F-Zeichen, frei ab 18 Jahren in Deutschland zu bekommen. Hier habe ich das FX-Scope montiert. Das ist das kleine FX-Scope. Es gibt auch noch mal ein größeres. Ich finde, dass das optisch sehr gut zu der Waffe passt. Es gibt auch noch eine Version mit Echtholzschaft. Die finde ich auch sehr schön. Das hier ist natürlich preiswerter. Die Waffen sind nicht preiswert, aber sie sind auch nicht in China hergestellt, sondern in Südkorea. Das heißt also, das ganze Ding hat eine wirklich fantastische Verarbeitungsqualität. Ich bin total begeistert davon. Und heute will ich euch mal zeigen, wie man damit schießt. Und ich werde euch auch zeigen, wie man sie denn leistungssteigern könnte. Das mache ich nicht. Ich zeige nur, wie es geht. Weil das wäre in Deutschland illegal. Es sei denn, ihr habt eine Erlaubnis. Ihr seid zum Beispiel ein Büchsenmachermeister oder so etwas. Oder ihr befindet euch im Ausland, wo das vielleicht legal sein könnte. Wo, das müsst ihr selber sehen. Holland vielleicht. Weiß ich nicht. Schaut nach. In Deutschland jedenfalls ist es erlaubnispflichtig, diese Waffe auf mehr als 7,5 Joule zu bringen. Trotzdem ist es sehr leicht, denn das Gesetz sieht keine Hürden für die Schwierigkeit eines Umbaus vor. Und alle Teile werden natürlich mitgeliefert. Aber zuerst wollen wir mal ein bisschen Büchsen schießen. Wassergefüllte Hundefutterdose, und ich versuche die jetzt mal zu treffen, und zwar reichlich schnell. Ich habe 3 Magazine, alle voll. Das waren die ersten 7 Schuss. Jetzt nehme ich das Magazin raus. Da ist es. Moment, hier. Das zweite Vollmagazin. Rein mit dir. Das waren die zweiten 7 Schuss. Neues Magazin. Ich bin sicher, dass das schneller geht, wenn man es ein bisschen mehr übt. Perfekt, mit dem letzten Schuss umgefallen. Ich würde mal sagen, das ist eine ordnungsgemäß zerfetzte Dose. Naja, aber das waren natürlich nur 7,5 Joule, wie ihr gehört habt. Das war jetzt nichts Besonderes. Und jetzt zeige ich euch, wie man die Waffe denn umbauen könnte, wenn man denn wollte. Die Waffe wurde also von rund 100 Joule runtergebracht auf 7,5 Joule durch 2 kleine Änderungen. Erstmal sieht man hier so eine kleine Schraube hier. Die ist nochmal gesichert. Die ist nochmal gesichert durch diesen kleinen Bügel. Man muss also zuerst diesen hier lösen. Dann kann man diese Schraube rausdrehen und durch die mitgelieferte Exportschraube austauschen. Die ist einfach schlicht und einfach kürzer. Das bedeutet, der Transportkanal, der im Prinzip die Luft auf das Geschoss durchlässt, der wird verkleinert dadurch, dass hier sozusagen eine längere Schraube den Kanal blockiert und damit den Luftstrom reduziert. Wenn man das also austauscht, dann hat man schon eine ganz gehörige Leistungssteigerung. Das zweite Komponente. Die zweite Komponente ist dann die Hammerfeder, die sitzt hier, ja, also hier hinten drin.
Und zwar sitzt die hinten eben, also man muss dazu den Schaft runternehmen, mit einer einzigen Schraube ist der gesichert. Dann kommt man an die Feder und wenn man die Feder dann austauscht, die beiden Änderungen zusammen ergeben dann ungefähr 100 Joule, was so ziemlich das Maximum ist, was man aus dem Kaliber 7,62 rausholen kann, ohne wirklich tief in die Trickkiste zu greifen und mit ganz normalen Diabolos. Als erstes nehme ich mal das Magazin aus der Waffe. Als zweites entspanne ich den Hammer. Das macht man, indem man den Hammer etwas zurückzieht, dann den Abzug zieht und dann den Hammer langsam nach vorne gehen lässt. Jetzt merkt man, ist die Waffe entspannt und kann nicht mehr schießen. Als nächstes entferne ich den Schaft. Das wird getan, indem ich diese eine Schraube hier mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel, ihr könnt auch eigenes Werkzeug nehmen, rausdrehe. So. Und jetzt kann ich den Schaft abnehmen. So, da ist er. Genau. Na, hier sieht man jetzt die Bullpup-Bauweise. Sprich, der Abzug ist zwar hier, aber der eigentliche Abzug ist hier. Weil eben dadurch die Lauflänge vergrößert wird. Ja, und jetzt kann ich hier hinten mit dieser Schraube, kann ich dann die Hammerfeder entspannen. Ja, also einfach einen Schraubenzieher nehmen. Da ist jetzt keine Spannung drauf. Dann schraube ich einfach diese Schraube raus. Das kann ich auch mit der Fingern machen im Grunde. So. Genau. Und da ist dann auch schon meine Hammerfeder. Und jetzt sieht man hier auch schon im Vergleich, das ist also die Exporthammerfeder und das ist die deutsche Hammerfeder. Wie man hier klar erkennen kann, die Exportfeder ist also wesentlich dicker und auch ein Stück länger. Ich könnte die jetzt einfach rein und das wieder zuschrauben und dann hätte ich die Exportfeder drin. Aber das mache ich natürlich nicht, denn dazu bräuchte ich ja hier eine Genehmigung. Also tue ich jetzt die Originalfeder wieder einbauen hier. Ja, da kommt dann hinten noch dieser kleine Stößel drauf. Und dann wird das Ganze wieder so. Und jetzt kann ich den Schaft wieder aufsetzen. So. Gut, fertig. Und jetzt kann ich mich um die Schraube hier kümmern. Dazu erstmal diesen kleinen Haken hier lösen. Ebenfalls der mitgelieferte Inbusschlüssel. Okay. Dann kann ich den zur Seite drehen und jetzt kann ich im Grunde einfach mit den Fingern diese Schraube hier lösen. Jetzt zeige ich auch die beiden Schrauben mal im Vergleich. Ja. Also hier sieht man die beiden Schrauben im Vergleich. Das ist die gedrosselte Schraube, die länger ist und den Transportkanal verstopft und das ist die kurze Exportschraube. Wenn ich die Exportschraube reinbaue und die starke Feder, 100 Joule, ansonsten 7,5. Aber ich baue natürlich wieder die gedrosselte Schraube rein und nicht die offene Schraube, denn ich will ja hier keine Straftat begehen. Also einfach wieder rein damit. Ja, dann hier das kleine Sicherungshäkchen wieder drüber. Und festziehen. So. Ja. Nun ist alles wieder schussbereit. Ich kann euch noch mal zeigen, wie man so ein Magazin lädt, denn ich finde, dass Evenix die besten Magazine am Markt hat. Ja. Man nimmt also hier einfach das Magazin, dann nimmt man so ein Diabolo, setzt den rein, dann dreht man es eins weiter. Ich muss also nicht die ganze Zeit das offen halten. Ich habe auch keinen Deckel, den ich hier nicht zur Seite schieben muss und lade einfach hier meine 7 Schuss sehr schnell ins Magazin. So, jetzt kann ich das Magazin hier einsetzen. Ja. Es einrastet. Ich habe natürlich auch eine Sicherung, die kann ich jetzt hier auch einlegen. So, jetzt ist die Waffe gesichert.
Ja, und jetzt kann ich im Prinzip schießen. Wie ihr gesehen habt, ist der Umbau wirklich super leicht. Man kann die Waffe auch voll unter Druck lassen, das ist überhaupt kein Problem. Ich finde jedenfalls, dass die irre viel Spaß macht und sie ist einfach ein toller Kompromiss, weil es auch schon in 7,5 Schul eine Menge Spaß macht, damit zu schießen. Wie es ihn offen schießt, kann ich ja hier nicht zeigen, aber das hat der Matt getan. Das ist der Geschäftsführer und Gründer von Gogun USA. Der hat ein tolles Video dazu gemacht, wie die Waffe in offen schießt, natürlich in den USA gedreht, habe ich euch unten verlinkt. Schaut es euch an, in offen ist die Waffe natürlich noch viel, viel geiler als in 7,5 Schul. Denkt nur dran, in Deutschland leider nicht ohne weiteres möglich. Es gibt übrigens für die Waffe auch einen Schalldämpfer. Wobei ich allerdings finde, dass das ohnehin schon eine der leisesten Waffen überhaupt ist. Also selbst in der offenen Variante ist der Schussknall fast nicht wahrnehmbar. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Ist einfach viel leiser als andere Modelle von anderen Herstellern. Aber mit Schalldämpfer ist das natürlich nochmal eine ganze Nummer besser. Der Schalldämpfer bringt in der 7,5-Schul-Version nicht mehr viel. Weil weißt du, was man da hört, ist das Repetieren der Semi-Automatik. Also die Waffe, wie gesagt, ihr findet den Link unten, ist lieferbar, ist durch die PTB gekommen, alles in Ordnung, steht auch alles überall drauf. Na, wo steht's denn? Hier steht's. Seht ihr? Ja. Und hier ist das F-Zeichen. Ich hoffe jedenfalls, das hat euch gefallen, weil das war's für heute. Danke und bye bye. Ja. Ha 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 ha.